Servus und hallo bei Geschichte Tag für Tag. Heute schreiben wir den 7. Juni. Im Jahre 1063 kommt es zum sogenannten Goslarer Rangstreit im Stift St. Simon und Judas, glaube ich, heißt es. Da ging es darum, im Mittelalter war Macht auch daran zu sehen, nicht wo man wohnte, also in einer riesengroßen Burg, was man anhatte, mit Purpur bekleidet, sondern auch in welcher Rangfolge man irgendwo, ja, wie soll ich jetzt sagen, saß. An der Spitze der Tafel saß König Kaiser und rechts des Kaisers saß mindestens ein Herzog, wahrscheinlich sein bester Freund. Links saß der höchste kirchliche Würdenträger und so ging das immer weiter, bis runter zum geringsten Ritter. Und im Goslarer Rangstreit ging es genau darum. Da ging es im speziellen Fall darum, wer durfte an der Seite des Mainzer Erzbischofs sitzen. Und da stritten sich, ich glaube, der Abt von Fulda und irgendein Erzbischof, ich glaube von Worms, stritten sich darum. Und für das, dass es Kirchenmänner waren, naja, gut, ging es da schon rau zu. Das führte sogar zu einigen Todesfällen. Wie die diesen ganzen Rangstreit gelöst haben, muss ich zugeben, weiß ich momentan nicht. Am heutigen Tage des Jahres 1099 erreichen erste, ja, ich sage jetzt einmal, modernen Truppenverbände während des ersten Kreuzzugs die Mauern von Jerusalem. Die sind natürlich verschlossen. Jerusalem ist zu der Zeit in maurischer Hand und so beginnen die Christen ja, mit der Belagerung. 1494 kommt es im Vertrag von Tordesillas zur Aufteilung der Welt zwischen den beiden Seemächten oder Entdeckermächten Portugal und Spanien. Circa 370 Meilen westlich der Azoren wird ein bestimmter Breitengrad verwandt. Und der teilt die Welt in Zukunft in zwei Hälften, deren westliche Welt von Spanien regiert wird und die östliche Hälfte dieser Welt wird Portugal zugesprochen. Nach über 30 Jahren Bauzeit passiert als erstes Schiff der US-amerikanische Dampfer Alliance im Jahre 1914 am heutigen Tage den 82 Kilometer langen Panama-Kanal, der geradewegs durch Mittelamerika gebaut wurde und den Atlantik mit dem Pazifik verbindet. Das Ganze hatte eigentlich nur den Sinn, oder was heißt nur, es verkürzte den Seeweg von New York nach Japan um über 7000 Seemeilen. Im Jahre 1929 wird Vatikanstadt oder beziehungsweise der Kirchenstaat ein eigenständiger, souveräner Staat mit eigener Verwaltung durch den Papst und die Kirche. 1951 werden im Gefängnis Landsberg am Lech die letzten Nazi-Kriegsverbrecher ordentlich hingerichtet. Was irgendwie bezeichnend ist, da in den 20er Jahren Adolf Hitler ja ebenfalls in diesem Knast saß und dort sein Pamphlet Mein Kampf schrieb. Und 1958 wird in Diessen am Ammersee gelegen das erste SOS-Kinderdorf in Deutschland eröffnet. Als ich das erfahren habe, war ich selber ganz überrascht. 1973 verabschiedet der Deutsche Bundestag unter anderem ein neues Sexualstrafrecht entgegen dem Willen der CDU/CSU. Also die Opposition hat es durchgesetzt. Und zwar unter anderem ist die Homosexualität ab jetzt nicht mehr verboten. 1982 nimmt im spanischen Manzanares das erste oder weltweit erste Aufwindkraftwerk
seinen Betrieb auf. Fragt sie mir jetzt nicht genau, was das ist, also ich kann es mir ungefähr vorstellen. Auf alle Fälle schafft dieses Kraftwerk 50 bis 100 Kilowattstunden. Und wie öfters am Ende habe ich wieder ein paar Geburtstage, wieder mit schriftlicher Hilfe. 1848 wird Paul Gauguin geboren. Der Schöpfer einer flächig ornamentalen Malerei, in der Formen und Farben Symbolwert haben, zog sich 1891 zivilisationsmüde und auf der Suche nach dem Einklang zwischen Mythos, Natur und Mensch in die Südsee zurück. Seine Werke übten starken Einfluss auf die Kunstrichtungen Symbolismus und Expressionismus aus. 1879 wird Knut Rasmussen geboren. Rasmussen gründete 1910 die Handelsstation Thule, die zum Ausgangspunkt seiner zahlreichen Arktisexpeditionen wurde. Im Zusammenleben mit Eskimo-Stämmen erforschte er deren Kultur. Und 1958 wird Prince geboren. In seiner computergestützten Musik kombiniert Prince Rockelemente der 70er Jahre mit Funk, Jazz und Hardrock, die er in narzisstischen und spektakulär inszenierten Bühnenshows darbrachte. Ja, mittlerweile auch schon verstorben. Das soll es dann von mir wieder mal gewesen sein. Ich sage Servus und wir sehen uns morgen wieder.